Jo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers, hier euer Olli mit einem neuen Let's Show eines Flash Games. Nun, aber verratet mir doch mal was, kennt ihr das auch? Ihr lernt zu Hause, womöglich Zellbiologie, aber ihr wollt eigentlich viel lieber zocken? Tja, mit dem Flash Game, was ich euch jetzt zeigen werde, könnt ihr das perfekt kombinieren. Nämlich, wir spielen heute Cellcraft. Ja, Cellcraft. Die Kunst der Zelle, kann man sagen. Und ich kann euch schwören, ich habe noch nie ein Spiel überhaupt gesehen, was wirklich so viel Spaß macht und wobei man wirklich sehr, sehr, sehr viel lernen kann. Also ein Kumpel Marvin von mir, der hat dieses Spiel gespielt und hat gemeint, er hat bald sogar teilweise für seine Prüfung gelernt. Krass, wirklich, wirklich krass, super krass dieses Spiel. Ihr müsst es einfach erlebt haben. Ich habe dabei natürlich schon ein bisschen angefangen, bin bis Level 2 gekommen oder habe bis Level 2 gespielt. Wir fangen an mit Level 1. So. So fängt es an. Welcome to Cellcraft. Willkommen bei Cellcraft. You're a single-celled organism. Du bist ein einzelliger Organismus. Das bist du. Also wir sind jetzt praktisch dieses kleine Schwibbel-Schwabbel-Ding hier. Und klicken auf Next. Hier haben wir eine mysteriöse Figur. Okay, let's see how our cell is doing. Mal sehen, wie es unserer Zelle geht. Not much to look at. Nicht viel zu sehen. First thing it needs is a centrosome. Let's splice one in. Also wir sollen jetzt ein Zentrosom praktisch jetzt in diese Zelle rein splicen. Oh, das geht schon von automatisch. Von automatisch, das geht schon von selbst, meinte ich. You got the centrosome. Da-da-da-da. Wir haben jetzt das Zentrosom. Und das Zentrosom organisiert das Zytoskelett. Was der Zelle seine Form gibt und auch für die Fortbewegung zuständig ist. Also praktisch alles, was der Zelle seine Gestalt, seine äußere Gestalt eben verleiht, regelt das Zentrosom. So habe ich das verstanden. The cell uses the skeleton invisible in the game. Okay. Also in der... Und das Skelett ist praktisch in diesem Spiel aber unsichtbar. Man sieht nur das Zentrosom. Let's move around and explore. We'll show you how. Also wir können jetzt praktisch die Zelle dank dem Zentrosom fortbewegen. Plasmamembran. The cell is surrounded by the plasma membrane. Also plasma membrane. Wir haben jetzt praktisch schon noch hier drum die Plasmamembran, die war auch schon am Anfang da. Und drin ist einfach Zellplasma. Kann man sagen, nicht wahr? Click the mouse on the membrane, drag to a location and release. Okay. Make it side apart. Das heißt also, wir sollen das Ding jetzt einfach mal fortbewegen und gucken, was passiert. Wir haben 15 ATP verbraucht. Nun werden wir noch nebenbei aufmerksam gemacht auf dieses Feld hier oben rechts. Und da wird einfach schlicht und ergreifend erklärt, dass hier immer steht, was wir machen müssen, falls wir das jetzt irgendwie uns verklickt haben. Die Review, was wir schon gemacht haben. Und hier kann man tatsächlich nochmal nachlesen, was man... das werde ich euch nochmal zeigen. Das ist echt eine Enzyklopädie. Alles, was wir hier durchnehmen praktisch, spielen oder auch gleichzeitig durchnehmen, wird hier nochmal erläutert und nochmal praktisch in klug nochmal dargestellt. Auch mit Grafiken und allem drum und dran. Super genial, muss ich sagen. Echt klasse. Das kleine Makel an dem Spiel ist halt für deutsche Spieler, die noch nicht wirklich so alt sind, dass sie die englische Sprache so weit können, dass man das versteht, ist halt ein bisschen blöd. Man kann es nicht auf Deutsch stellen und man muss doch ein bisschen Englisch verstehen, um das zu spielen, aber man muss keinen Englisch-Leistungskurs besucht haben und auch kein Abitur haben. Also man versteht das schon, wenn man will. So, jetzt sollen wir das noch ein paar Mal klicken. Wir sollen das noch ein bisschen fortbewegen und verbrauchen dabei ATP. So, das haben wir jetzt gemacht. Und you discovered ATP, Adenosintriphosphat nämlich. Und jetzt wird uns wieder erklärt, was das ist. ATP-Moleküle speichern Energie, also beinhalten Energie. They're like the cell's money, also die sind wie das Geld der Zelle. Das ist auch sehr, sehr richtig. Also in jeder Zelle wird ATP gebraucht für jeden Vorgang. Also auch wir brauchen es zum Muskelentspannen zum Beispiel. Unsere Organe brauchen das, das Herz, das Gehirn. Fast bei allem wird ATP benötigt. Mysterious Figure, also die mysteriöse Figur, tritt wieder ins Licht und sagt, hey, the cell is starting to move, that's great, wow, sie bewegt sich, das ist klasse. Aber wir brauchen ja auch irgendwie, müssen wir auch ATP erzeugen können, nicht wahr? Also die Zelle zumindest, aber wir sind ja die Zelle, deswegen wir müssen jetzt ATP auch erzeugen können, weil sonst würden wir irgendwann ja stehen bleiben, weil wir kein ATP mehr haben, das sehen wir ja oben. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwas finden, womit wir ATP herstellen können.
Na, wer weiß es? Wer hat im Biologieunterricht aufgepasst? Wer weiß es? Wer weiß es? Na, hier haben wir es nämlich schon gefunden. Nämlich Glucose. Richtig geraten. Glucose, ganz normaler Zucker, C6H12O6, wird auch dafür benutzt, eben ATP zu gewinnen und somit die Zellen mit Energie zu versorgen. Aus einem Glucose werden zwei ATP gewonnen. Find a more efficient way to make ATP. Das hört sich natürlich erstmal viel an, wenn man sagt, wow, ein Glucose werden zwei ATP. Wow, ist ja super klasse. Aber wir sehen ja hier, wir verbrauchen es bei diesem kleinen Sprung, den wir hier machen, schon 20 ATP. Und wir haben 5 Glucose eingesammelt. Das heißt also, wir haben schon doppelt so viel verbraucht, wie wir eingesammelt haben. Aber dafür ist jetzt das, was wir jetzt hier nebenbei noch eingesammelt haben, zuständig, dass das nicht mehr passiert. Nämlich das Mitochondrium. Ein neues Zellorganell, das praktisch wie so eine Art Kraftstofffabrik ist in der Zelle. Und mithilfe von Citratzyklus und anderen Zyklen, es schafft wirklich die Glucose so weit zu zerlegen, dass man da so viel Energie und so viel ATP mit rausholen kann. Das ist schon eine ziemlich klasse Sache. Produce ATP until you have 1000. Okay, also wir wandern jetzt praktisch mit unserer neuen Energiequelle rum und holen uns den Treibstoff, der jetzt verarbeitet wird vom Mitochondrium, dass wir noch sehr viel mehr ATP bekommen. Leute, also ganz ehrlich, ihr seht schon, es macht echt Spaß. Man wird hier Schritt für Schritt praktisch weitergeführt. Es ist praktisch wie ein kluges Biologie-Lernprogramm. Ich wünschte, es gäbe mehr davon, wirklich. Also der Typ, dem gehört echt ein Oscar. Also was heißt Oscar? Dem gehört ein Nobelpreis, dass er wirklich eine ganze Reihe von diesen Lernspielen reinbaut. Finde ich super, super klasse. Awesome. This one looks like a keeper. Sydney, come look at this working. Okay, also jetzt ist was mir nicht so an dem Spiel gefällt, nämlich, dass jetzt da ein bisschen viel geredet wird und was eigentlich nicht weder ums Spiel geht, noch um den Lerneffekt. Also ich weiß nicht, ob diese Geschichte, die jetzt da erzählt wird, in Form von Comic, die unterhalten sich jetzt ein bisschen, das Männlein und das Weiblein. Irgendwann kommt da noch so eine Comic-Grafik dazu, dass dann die irgendwas noch mit einem Physiker besprechen und Forschungsgelder und so weiter. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich zeigbar ist. Ich finde eigentlich, man sollte das ziemlich knapp halten, weil ich leider nicht weiß, wie sehr es euch interessiert. Ich bin zwar Biologiestudent, ich finde das natürlich total faszinierend, aber manche interessieren sich halt für was anderes. Deswegen lasse ich es bei diesen knapp 8 Minuten sein. Dieses Spiel bekommt trotzdem von mir persönlich als Biologe und auch als Gamer wirklich einen super, 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 super dicken, fetten Aufreger-Daumen nach oben. Super, super klasse das Spiel. Habe ich so noch nie gesehen. Super kreativ, wunderschön gemacht, die Melodie auch wunderschön. Das komische Schnabeltier ist übrigens ein Schnabeltier, das kann ich euch noch kurz zeigen. Moment, trinken ein paar Mal auf Next. Okay, wir haben eine 1 Plus bekommen. So, jetzt beginnt nämlich dieser Comic und wir sehen, haha, wir haben hier einen Roboter. Und eben die Frau. Es ist ein Schnabeltier, das wollte ich nur zeigen. Genau, und einfach dieser Lerneffekt dabei und es geht vor allem ziemlich, ziemlich weit. Es geht wirklich, sämtliche Zellorganellen werden da vorgeführt, man wird geprüft, ob man alles verstanden hat. Was ich euch jetzt noch nicht gezeigt habe, mal sehen, ob das jetzt noch geht. Geht das jetzt noch? Geht das jetzt noch? Geht das jetzt noch? Geht das jetzt noch? Ich frage mich mal, die Enzyklopädie wollte ich euch noch zeigen. Ja, dann mache ich Skip Movie, yes. Okay, wir machen, Moment, ich glaube, das kann man auch gleich am Anfang machen. Ja, das kennen wir schon, Moment. Ich will euch das noch zeigen. So, Enzyklopädie, genau. Wir können jetzt hier zum Beispiel sehen, was die Zelle ist. Hier ist nochmal, ne, ausführlich erklärt und hier nochmal die Zelle an sich. Also, phänomenal, muss ich wirklich sagen. Das Pseudopod, also praktisch ein Pseudopod. Pflanzenzelle, animalische Zelle, Plasmamembran, Zytoplasma, zellulärer Metabolismus, der Zellkern, endoplasmatisches Reticulum, der Golgi-Apparat und so weiter. Es wird alles durchgenommen. Also Leute, wenn ihr da lernen müsst, euch das interessiert, spielt es. Spielt es einfach. Einfach mal ausprobieren. Super, super klasse. Das war's von eurem Olli. Over and out. Ciao, ciao.